Sam Eyewear. Wir stehen mit unseren Marken für Avantgarde, Raffinesse und Innovation. Unsere Produkte sind modische Accessoires, aber auch ein ganz wichtiger Schutz für Ihre Augen. Wie etwa unsere topmodischen Noblend Sportbrillen. Überzeugen Sie sich davon. sam-eyewear.com. Motorsport, Kfz-Handel, Reifen und Zubehör. Auto Alteneder in Enzenkirchen. Dort gibt's übrigens auch ständig Autos ab 2000 Euro. alteneder.at. Wir sind für Sie dort, wo etwas los ist, etwa bei Motorsportveranstaltungen. Ihr Regionalmagazin in Donauhausruck gibt's übrigens auch als E-Paper. Schmöckern Sie auf regional-magazin.at in unserer aktuellen Ausgabe. Der Berg ruft, heißt es am 21. und 22. September 2019 zum 32. Mal beim Klassiker Rauf vom Esthofen nach St. Agatha. War die 31. Auflage im Vorjahr eine sehr nasse Angelegenheit, so gibt's heuer als Ausgleich zum damaligen Dauerregen ein absolutes Prachtwetter. Und das nutzen weit über 10.000 Motorsportfreunde aus nah und fern, um bei dieser PS-Show mittendrin statt nur dabei zu sein. Ja, noch im letzten Jahr braucht man das eh. Letztes Jahr hat es uns leider den Sonntag richtig verregnet. Nichtsdestotrotz waren unheimlich viele Zuschauer, hat uns letztes Jahr gefreut, aber natürlich die große Menge, so wie wir es in Agatha gewohnt sind, ist letztes Jahr ausgeblieben. Und heuer war der Wetterbericht die ganze Woche schon super und man sieht heute, dass wirklich sehr, sehr viele Zuschauer zuströmen und sie den Event heute live geben wollen. Ich bin heute schon um 7 Uhr da gewesen, alles wieder aufbauen. Es war brutal, was da hinten schon auf der Wiesn Autos gestanden sind. Also es ist gigantisch, was das Massen anzieht. Der Frühaufsteher war vor einigen Jahren selbst ein sehr schneller und damit erfolgreicher Rennfahrer. Erfolgreich ist der Hausruckviertler auch als Unternehmer. Mit seiner Brillenfirma Sam Eyewear und der Marke Noblend ist er schon seit längerem Partner und Namensgeber des legendären Bergrennens. Natürlich ist es wichtig, das ist ein Privileg, muss ich sagen, für unsere Firma, dass wir da dabei sein dürfen, weil ich glaube, das würden mehrere gerne machen, aber ja, jetzt sind wir das vierte Jahr dabei oder das fünfte, ich weiß gar nicht ganz genau. Die Firma Sam Eyewear ist jetzt seit einigen Jahren bei uns mit dabei und ich glaube, ihm taugt es richtig, gerade bei so einem Wetter, wo man sieht, wo man die Marke weiter transportieren, wo wir so kundennahe sind oder wo so viele Zuschauer herkommen. Ich sage es immer wieder, am Berg, wir haben unglaublich viele Zuschauer da oben sitzen, die sagen, das ist cool, das müssen wir uns geben. Bergrennen, gerade halt St. Agatha, das müssen wir uns anschauen. Und auf der Rundstrecke ist es halt oft so, dass man unter Ausschluss dürfen. Öffentlichkeit fort. Da sitzen zwar 200 Leute auf der Tribüne, aber das sind großteils Teammitglieder oder Mechaniker. Das ist bei uns da nicht so. Und das ist für einen Hauptsponsor natürlich interessant, so nahe an die Leute heranzukommen, die ich damit erreichen will. Erreichen will der Mastermind dieser Top-Motorsportveranstaltung ab dem nächsten Jahr noch mehr Motorsportfreunde. Für dieses Ziel haben der Herr Präsident und die Mannen des MSC Rottenegg eine neue und absolut revolutionäre Idee in ihren Köpfen. Naja, die Idee ist, oder die schwirrt mir schon längere Zeit vor, man muss immer ein bisschen was machen, was vielleicht andere nicht machen. Und wir haben überlegt, ein Night Race zu machen, ein Nachtrennen zu machen. Wir sind gerade ein bisschen am Planen, wie man es umsetzen kann, wie man es technisch umsetzen kann. Man darf es nicht so vorstellen wie bei der Rallye, dass die Lichter nur auf die Vorzeige ist, also am Berg müsste man fast den Berg auch ausleuchten und wir müssen jetzt ein bisschen prüfen, die technischen Gegebenheiten, die haben wir schon ausgelotet, die wären machbar, das wäre nicht so schlimm. Man braucht natürlich auch unheimliche Manpower, das heißt, man müsste dann schon am Donnerstag mit dem Event beginnen, Freitag oben schon die ersten Trainingsfahrten und das muss alles noch ein bisschen wachsen. Das steht noch in die Kinderschuhe, aber man muss da bald anfangen. Es hat schon Gespräche mit den Anrainern gegeben, das ist einmal das Allerwichtigste. Und es war nicht einer dabei, der gesagt hat, ihr seid ja verrückt oder das geht einmal gar nicht oder überhaupt. Es waren eigentlich alle begeistert, die in der Gruppe beieinander gesessen sind, über die Idee. Und jetzt muss man es einmal formen, man muss es vernünftig machen, so wie man es von uns gewohnt ist. Wenn wir was machen, machen wir es vernünftig. Und das muss jetzt noch ein bisschen wachsen und vielleicht 2020 oder spätestens 2021 lässt sich da ganz eine coole Geschichte machen. Und ich glaube, dass das für die Fahrer ganz interessant wird oder auch für die Zuschauer. Ich glaube absolut, dass man sich das vorstellen kann. Es ist natürlich wie immer der Sicherheitsaspekt. Aber wenn Schladming das Night Race hat, warum sollte nicht Agatha dieses Rennwochenende auch bei Nacht durchführen können?
Vor allen Dingen die Anrainer und auch die Kommunen haben nichts dagegen. Ich glaube grundsätzlich überhaupt nicht. In erster Linie wird es natürlich wieder bei den Anrainern liegen. Aber man hat schon gehört, dass es dort auch Begeisterung gibt. Es ist was Einzigartiges, es ist was Besonderes. Und warum sollte es nicht auch in Agada sein dürfen? Ja, ein weiteres. Ich bin selber einige Nachtrennen gefahren oder Langstreckenrennen. Das ist in der Nacht natürlich immer ganz was Besonderes. Es ist dort natürlich auch dann sehr wichtig, dass die Strecken gut ausgleicht ist. Ich glaube, der Markus, wenn er es macht und wenn es zustande kommt, das sicher perfekt löst. Und wir werden halt schauen, dass wir einfach die richtige Brille, eine aufhellende dazu machen für die Fahrer und damit die einfach top durchkommen dann. Die Stefan-Fadinger Gemeinde, also nicht nur eine wunderschöne Ausflugs- und Erholungsdestination, sondern auch ein motorsportbegeisterter Ort. Die Kommune ist übrigens auch dafür verantwortlich, dass 2019 der Streckenrekord von 1:02:12 aufgestellt von Christian Merli, der die 3,2 Kilometer lange Landstraße von Esthofen auf nach St. Agatha 2017 mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 188 km/h raufdonnerte, in Gefahr ist. Das Land Oberösterreich hat die schärfste Stelle dieser Strecke genommen, die sogenannte Steinmauer. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz ist immer positioniert dahingehend, dass man nur schneller wird, dass man nur ums Eizerl mehr drauf gibt. Und jetzt ist erstmals die Chance da. Werden wir sehen, ob der Streckenrekord fallen wird. Naja, die Steinmauer, wie du das schon gesagt hast, das hat in der Vergangenheit die gegeben, die gesagt haben, die Steinmauer ist so gefährlich und wenn man da reinfährt, und das ist ja ein Wahnsinn. Und gerade von die hört man jetzt, schade, dass die Steinmauer weg ist. Das war einfach St. Agatha Bergrennen, einfach zu der Steinmauer. Das war einfach so zusammenzwicken, Mut um die Ecken. Das ist jetzt weg. Ich glaube, dass für die Fahrer jetzt einfacher ist. Die Strecke ist dort nicht breiter geworden. Es schaut nur jetzt offen aus, weil die Steinmauer weg ist. Aber es ist nicht breiter geworden. Die Ausfahrt Außenwald ist breiter geworden um einen Meter. Und man muss einmal schauen, wie sich das jetzt auf die Zeit auswirkt. Vor allem dann auch rauf auf die Kehre zu. Das ist natürlich umso schneller, dass die dort rauskommen. Umso schneller sind sie oben in der Kehre oder höhere Geschwindigkeiten in der Anbremszone. Gleich vorweg. Ein neuer Streckenrekord wird 2019 nicht gefahren. Die Prämie dafür bleibt in der Vereinskasse des MSC Rotteneck. Eine neue Rennklasse hat damit so und so nichts zu tun. Die NSU sind heuer erstmals mit dabei bei uns, ist im Rahmen von KW Bergcup. Freut uns sehr, die suchen sich immer Auslandsrennen aus. Und die Auswahl ist heuer auf St. Agatha gefallen. Und ich glaube, wenn man sieht, wie viele Zuschauer das da sind, was für Starterfeld das wir haben und vor allem was für Wetter das wir haben, glaube ich, sind die wirklich zufrieden, dass sie sich den Event ausgewählt haben. Zufrieden mit diesem Event sind aber nicht nur die NSU-Treiber. So etwa auch der Mann aus dem Allgäu, der uns freundlicherweise die Filmaufnahmen seiner Bergfahrt zur Verfügung stellt. Ja, sicher. Das Gefühl ist jetzt tatsächlich ein bisschen anders, wenn man in die ehemalige Steinmauer reinfährt. Aber groß verändert hat sich eigentlich nichts. Es ist immer noch ein schönes Feeling. Also mir persönlich macht das jetzt gar nichts aus. Ich finde es trotzdem immer noch super. Ja. Ich denke, super findet ihr alle die aktiven Fahrer, Fahrerinnen, was hier in St. Agatha los ist, also heute alleine an Fans. Also ihr bewegt hier Massen. Was ist da das Feeling und das Besondere dran? Oh ja, die Rückführung selber, wenn die Fans an der Strecke hochkommen, das ist ein Traum. Der Grinser geht einfach nicht aus dem Gesicht. Das freut uns alle riesig. Das ist wundervoll. Jetzt aber auch ein sehr, sehr starkes Starterfeld hier mit sehr, sehr schnellen Leuten. Also da spielt sich auch sportlich einiges ab. Ja, es sind definitiv sehr viele hochkarätige Fahrer da. Egal, ob es Karl Schagerl ist, der mit seinen Zeiten wirklich zeigt, was mit einem Tourenwagen alles geht. Und das macht auch als Aktiver dann wirklich Spaß, oben zuzuschauen. Die angesprochene Rückführung ist jedes Jahr einer der Höhepunkte für die Fahrer, aber auch für die zigtausenden Fans entlang der Strecke. Wenn die Rennboliden zurück ins Fahrerlager rollen, ist das genau das, was die PS-Freunde unter Motorsport pur bzw. Motorsport zum Angreifen verstehen. Und es ist zum Teil auch Motorsportgeschichte, die da den Berg von St. Agatha runterkommt. Zum Genießen hier noch ein paar bewegte Bilder von dieser Rückführung.
Aber Bergrennen heißt natürlich in erster Linie nicht bergab, sondern so schnell wie möglich bergauf fahren. Und das tun die beinahe 200 Aktiven an diesem Tag. Sämtliche Ergebnisse kann man in aller Ruhe auf bergrennen.at nachlesen. Auf dieser sehr informativen Webseite findet man auch sehr viele Fotos und Videos. Fest steht jedenfalls nach diesem internationalen Noblen Automobil Bergrennen rauf von Esthoven nach St. Agatha einmal mehr. Motorsport begeistert und bewegt die Menschen. Das wird ganz sicher auch 2020 der Fall sein. Denn das, die dann schon 33. Auflage dieses Bergklassikers über den Asphalt der Landstraße gehen wird, dafür stehen der MSC Rotteneck, die Gemeinde St. Agatha, genauso wie Fans und Aktive. Die Gemeinde St. Agatha, jetzt auch mit dem neuen Bürgermeister, er ist ja nicht mehr so neu, der Manfred, aber der Franz Weißenböck war natürlich der Allzeitbürgermeister, der ewig dabei gewesen ist, der selber schon mitgefahren ist und der ist mit voller Emotion hinterm Bergrennen gestanden. Und der jetzige Bürgermeister macht das Gleiche und das freut uns natürlich sehr, das brauchen wir auch. Ein Bürgermeister, der pro ist und wo es kein Kontra gibt, das ist super, die Zusammenarbeit. Es ist ja die Wochenendzusammenarbeit mit der ganzen Exekutive, die vor Ort ist wirklich spitze. Es gibt einfach Auflagen, die wir erfüllen müssen in Sachen Zuschauerschutz und dergleichen. Zum einen unheimlich disziplinierte Zuschauer, wirklich klasse, und auch von der Behörde das größte Lob, dass wir das so umsetzen, wie es gehört. Ich glaube, es ist unerlässlich, dass man solche Sportveranstaltungen weiterhin durchführt, dass man natürlich alle miteinander zusammenhalten muss. In erster Linie sind es natürlich die Grundanrainer, die das Ganze ermöglichen. Für die leider mal ein herzliches Dankeschön, aber letztendlich auch den Veranstalter und die Motorsportbegeisterten. Ohne denen wird das alles nicht durchführbar sein. Man schaut, das ist ein Berg, das ist einfach ein Motorsport zum Greifen. Das heißt, die Leute sitzen am Berg, schauen zu, die Autos fahren auf, fahren wieder runter, kommen da zusammen, die Leute kommen runter, du kannst mit jedem reden. Ob das heute ein Marcel Steiner ist, ob es ein Christian Merle ist, ob es der Lampert ist, das sind alles normale, lässige Typen, die sonst auch von Montag bis Freitag arbeiten gehen, sparen, sich so ein Auto aufbauen und die sind einfach für die Zuschauer da. Und ich glaube, dass das die Massen einfach anzieht und viel identifizieren sich natürlich. Es fährt eine alte SU, es fährt ein Audi, es fährt ein Porsche, es sind lässige Autos und das ist einfach das, was zählt. Auf den Punkt gebracht, meine Herren. In diesem Sinne, auf Wiedersehen in St. Agatha bei der 33. Auflage im nächsten Jahr. Bei der es dann vielleicht sogar in der Nacht von Esthoven nach St. Agatha raufgeht. Interessant und spektakulär wäre es auf jeden Fall. Als Bonus gibt's jetzt die Trainingsfahrt von Alex Bleier rauf von Esthoven nach St. Agatha und das natürlich noch bei Tageslicht.